Scheiße, aber es leben noch einige. Was für Schwarzen, was für die nächste Stufe Evolution. Weiß der Teufel, was da draußen hinter eurer Grenze passiert. Ich muss die Situation erkunden. Hör gut zu, Artyom. Wenn ich bis morgen früh nicht zurück bin, musst du zur Polizeistation und einen Mann namens Miller aufsuchen. Sag ihm, was mit mir geschehen ist und was sich in den nördlichen Tunnels rührt. Zeig Miller das hier, damit er weiß, dass ich dich geschickt habe. Ich verlasse mich auf dich, Artyom. Enttäusch mich nicht. Wenn wir überleben wollen, muss diese Bedrohung eliminiert werden. Um jeden Preis! Verstehst du? Ich meine, der kommt nicht wieder. Irgendwie ist so ein Bauchgefühl. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Hunter war nicht zurückgekommen. Es war nicht leicht, eine Entschuldigung zu finden, um die Station zu verlassen und zur Polis zu reisen. Aber ich hatte mein Wort gegeben. Ich hörte von der Karawane, die am nächsten Tag nach Riga ziehen wollte und Wachen brauchte. Ich meldete mich dafür. Okay, aber ich bin nicht alleine. Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Okay, jetzt geht's also los. Oh, hör auf zu singen. Du kannst nicht singen, bitte hör auf zu singen. Okay, ich nehme hier alles mit. Ich weiß nicht, ob ich die Einträge lesen soll. I want to believe. Aha. Ja, jetzt habe ich die Muni genommen. Habe ich eine Waffe? Gibt's ein Inventar? Nein, gibt's nicht. Tut mir leid, Artyom. Diese schöne Station ist vorübergehend gesperrt. Wo hast du die Kassette her? Die Nase voll. Wir sind eine Transmission von einem Ranger bekommen. Oh Gott. Wie wäre es mit Schuhen? Ich weiß. Wie wäre es mit einem Haus? Da kommt der große Typ aus der Rübe und sagt, Baby, wenn meine Frau so kochen könnte wie du, ich habe gestern und du bist der Mann. Wir reden alle durcheinander. Hilfe. Um dein... Was ist das? Ich wünschte, sie könnte sehen, wie groß du geworden bist. Zwecks Giften oder irgendwas in der Luft vielleicht, dass man das damit... Niemand zu Hause! Überall Dreck! Nur Dreck! Leute sind Dreck! Wer ist du das? Lügner! Heute liebst du das? Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Dreck? Na, da bist du scheiße, okay? Pass auf, mit wem du redest. Läuft herum und hinterlässt nur Dreck. Du kannst an jeden Tür klopfen. Und schäf dich nicht drum, wer hinter dir alles sauber machen muss. Du bist es, Artyom. Da wird jeder sauer. Der wohnt da drin? Lass mich etwas ausruhen, ja? Nur mal Zeit. Hau ab, Artyom. Ich muss bald auf Wache. Der Kommunikation, den Ressourcen und so weiter gemeinsam. Die Geräusche überall, ne? Es macht keinen Spaß, überall nach dir zu suchen. Ich mach mir da solche Sorgen. Okay, Papa. Waffe habe ich aber noch keine, leid. Oder? Gott, wie kann das wo muss ich hin? Sein? Da nicht lang? Ich nehme auch alles klar, ah, Waffen. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Ich habe echt nur die Waffe. Und andere hinterher nicht. Ausreichend geschützt. Ist ihr Leben für sie so wert auf die südliche Reise transportiert? Aber ihr Zorn will voraussehen, die sie zu entlassen. Und drückt das Munitionsfeuer, dämpft den Knall und bringt die Streuung. Geringeren Schaden. Das könnte ich machen, ich habe 33. Ich lasse es so. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund des Soldaten. Ist so laut, ey. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Boah, ist das laut. Was will ich leise machen hier? Was hältst du denn von diesem Typen? Du sollst völlig inkompetent zu sein. Hallo, Artyom. Brauchst du eine Waffe? Okay, schau. Ja. Alles lernen.
Maschinenpistole, Kaliber 45, in der Waffenkammer hergestellt. Die Genauigkeit ist hier traurig und sie überhitzt wie die Hölle. Daher wird sie auch Bastardpistole genannt. Hier ist deine Waffe und los, los, los! Keine Angst, es ist immer die gleiche Art. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Okay. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Okay. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Ich verbrauche jetzt aber schon eine Munition. Ja, ist okay. So. Wo muss ich denn lang? Wo ist denn der Bahnhof? Ich habe keine Ahnung. Eine Karte habe ich ja nicht. Hier, oder? Was? Oh. Ach, hier ist er. Ah, noch was? Bist du bereit aufzubrechen? Gut. Muss ja. Du hast vermutlich gehört, dass unsere Station ein Bündnis mit Riga eingeht. Wir schicken ihnen ein paar Wagen mit humanitären Gütern, ein paar Waffen und verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Das ist die Ladung, die du bewachen wirst. Okay. Es ist keine sehr lange. Aber nicht alleine, oder? Und es sollte auch nicht zu schwierig werden. Artyom, noch eine Sache, bevor du gehst. Ich kann sehen, wie du zu Hunter aufschaust. Aber das Leben der Ranger ist anders als unseres. Sie sind leichtfertig und sogar von Natur aus gewalttätig. Man gewinnt nichts dadurch, dass man den Helden spielt. Halte dich also aus Ärger raus. Bring die Karawane zum Zielort. Okay. Und komm so schnell wie möglich nach Hause. Auf Wiedersehen, mein Junge. Versuchen wir es mal. Ich glaube nicht, dass das was wird. Ich würde den Artyom, unseren Charakter, gerne mal sehen. Gibt es hier irgendwie Third Person? Nein, scheint es nicht zu geben. Okay, das reicht. Runter damit! Hey, Artyom! Scheiße! Wie wäre es mit einem Verrück? Mächtig, Verrück ist hier, muss ich sagen. Hier ist der Bahnhof, nehme ich an. Ich brauche eine Pause. Ich komme nicht einmal zu Hause. Artyom! Artyom! Hierher! Beeilung! Das ist der Zug? Oh Gott. Sei gegrüßt. Du bist also bereit aufzubrechen? Bist du bereit? Dann los. Mal gucken, ich will noch ein kleines Stück spielen für die erste Aufnahmerunde heute. Schau mal. Stell dir vor, deine Erfindung ist die Mordwaffe. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen. Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar. Dann los. Also, sind die Vorräte? Allen, die zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja, Artyom, endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer Warte der Fahrt. Mal. Das wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Je nachdem, also je nachdem, wie schnell die das machen, umso schnell sind wir. Das kann nicht sehr schnell sein. Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. Oha. Wo kommst du denn her? Riga, ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Orte gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Polis gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Wow. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Das Schlimmste, was ich je durchstehen musste, war die Sevastopolskaya.
Genau genommen habe ich die Station selbst gar nicht erreicht. Plötzlich überkam. Ich bin auch sehr beruhigt, dass hier noch überall Leute sind und das ist nicht so. Langsamer Jungs! Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt. Das ist nicht gut, nehme ich an. Ach Mist, ich hasse diesen Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Ich gehe mal schnell zurück. Ich ahne ganz Schlimmes. Ich ahne ganz schlimme Dinge gerade. Wieso? Guck mal. Von dem Tor gerade, von dem geradeaus, ne? Da ist ja nicht mal irgendwas. Wir werden also ankommen. Hier ist ein Tor. Jetzt kriege ich auch meine Waffe. Oh, es ist dunkel. Ja, ist auch noch. Okay, ich bin nicht alleine mit der Waffe, das ist gut. Verdammt tot mein Kopf, ey. Wenn du mir hilfst, die Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Atjom. Klar, helfe ich. Auf diese Weise kommen wir schnell nach Riga. Vor uns wir läuft was. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn sie hier sind. Und mir tun sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit sie? Wovon redest du da? Was ist mit ihm los? Boris! 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 Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Mein Gott! Artyom! Was ist das? Ich weiß nicht, was wir machen können jetzt? Artyom! Hierher! Das sind die Schwarzen. Sind die das? Die nächste Stufe der Evolution quasi. Ah! Alter! What the fuck? Das hat minimal wehgetan. Bitte lass mich nicht alleine in den Tunnel liegen, irgendwie. Nicht alleine, bitte nicht. Ich liege alleine im Tunnel. Nein, wacht bitte auf! Oh, scheiße. Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße! Das ist gar nicht gut! Hinter uns oder vor uns? Ah, oh Gott! Ah, ich bediene den Händen! Nachladen. Was soll ich machen? Ich kann nichts machen? What the fuck? What? Hey, ich konnte nichts machen! Ja? Zum Teufel, geht dir vor! Scheiße! Aufwachen, Leute! Aufwachen, um Himmels Willen! Boris! Boris! Wach auf, Boris! Scheiße, das ist gar nicht gut! Jetzt. Ah, oh Gott! Ah, knallt sie ab! Ihr schießt! Ich bediene den Hebel! Okay.
danke schön. Artyom, nimm meine Schrotflinte. Okay, nehme ich. Gib die Schrotflinte her. Nein, nein, nein. Scheiße. Mach! Hebel! Mach den scheiß Hebel! Mach den scheiß Hebel! Mach den scheiß Hebel! Oh, scheiße. Spar dir die Moon, Atom! Spar dir die Moon! Hilfe! Da drüben. Ja, 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 mach, mach den Hebel, mach, 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 mach. Oh Gott. Boah. Nein. Oh, scheiße. Fehler. Ich hab mal geschossen. Wartet auf mich! Oh Gott, bitte. Ich... Komm hierher! Schnell! Oh. Alter! Falter! Das Spiel hat sich minimiert. Scheiße, mach weiter. Ja, fortsetzen. Oh Gott. Nicht den Flammenwerfer benutzen! Bitte! Nicht! Gib ihm eine Chance! Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Was? Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Was zum Geier war das erste? Wo wir alle umgekippt sind? Die Riga-Station war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Podis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Alter, es ist schwer. Also, das ist der leichte Schwierigkeitsgrad. Nee, ist normal. Alles klar, Jungs. Aber wie es Muni und so angeht, trinken wir auf unseren Freund Atom, der Monster und Anomalien gleichermaßen bekämpft. Auf, der sieht komisch aus. Auf dich! Ohne dich, Artyom, wären wir wie Kohl zerfetzt worden. Du hättest einen Orden verdient. Oder wenigstens etwas extra, Mun. Hier, nimm das. Auf deine Gesundheit. Artyom, auf dich! Artyom, bist du wirklich immun gegen diese Scheiße? Mal sehen, ob dieser Pilzwolke ihn umhaut. Okay, ach, das müssen Zeug. Wir mal untersuchen. Auf unser Glück und uns, auf Atom. Auf dich. Oh Gott. Er kippt gleich um, oder? Pilzwodka? Aus Pilzen gemacht in der Mahlzeit? Der Wodka haut rein. Er bewegt sich. Der Tunnel zum Markt ist verschlossen und ich langweile mir zu Tode, während ich herumsitze. Wir sind durch eine Art unsichtbare Welle gefahren und wurden ohnmächtig. Als ich zu mir kam, jagte uns eine Horde Nosalis. Aber unser Freund Artyom war okay. Was war das? Anscheinend hat der Tunnel was die umgehauen hat. Auf ihn gehabt. Daher schoss er auf die Viecher. Mann, ich weiß nicht mal, wie wir es zur Streckensperre danke, mein geschafft Freund. Haben. Du hast uns da ich draußen gerettet. Auf einen so netten Kerl. Auf Artyom! Können wir hier durchgucken? Wahrscheinlich so. Ah, hier geht's runter. Wie speichere ich denn eigentlich? Ach, Speicherpunkt. Ich nehme an, das gerade war einer. Dann werde ich das mal nutzen. Was interessiert es dich überhaupt, ob ich lebe oder sterbe? Das interessiert mich überhaupt nicht, Arschloch. Aber ich habe meine Befehle.
Hier sind wir gerade angekommen, nehme ich an. Oder? Sind wir hier angekommen? Ja, doch. Ich denke schon. Hi. Der Tunnel, der zum Markt führt, ist geschlossen. Aber wenn das ein Atomkrieg war, ne? Ich meine, die atomare Strahlung müsste ja trotzdem auch in die Metro, also in die U-Bahn kommen. Eigentlich wow, geht das bist denn du wirklich nicht? Auf einem Handwagen hergekommen? Ja, bin ich. Sind Sie Artyom? Wow, an der schwarzen Straße wartet fahren. Ein Mann auf Sie. Kannst du mir für eine Patrone führe ich Sie dahin. Ach, ich überlege gerade, ob ich jetzt erstmal lieber Pause mache. Na gut, dann suchen Sie ihn doch selbst. Und Sie sind wirklich geizig. Geizhals. Geizhals. Wie oft sagen das jetzt noch? Das ist hier die Stadt quasi? Wow. Das ist natürlich schon echt bitter. Ich gucke jetzt mal, ob das alles hinhaut, ob die Aufnahme hinhaut mit dem, was ich jetzt hier... Dass ich sehe es ja nicht richtig auf dem linken Bildschirm. Ich hoffe, das passt alles. Sieht aber okay aus. Oh, jetzt habe ich es verrutscht.